Dead. Weiter geht's, Pferd. Oh, das sind Ausläufer. Das. Ein unentdeckter Ort. Okay, das ist von Mongolen verseucht. Da können wir noch einen Schnellreisepunkt freischalten. Ah, ich hab's geahnt. Uns jetzt durchzwängen. Und das ist schon mal der Anführer. Kann ich schon mal beobachten. Da habe ich schon mal einen Punkt. Zack. Töter, Beobachter, weiterer Anführer. Noch ein Stück noch. Wieder nicht herausfordern. Ich muss schon mal. Bogenschütze. Oh, da ist eine Kiste hier drin. Ja. Nein. Jetzt sind die da draußen. 2 Stück. Das ist der Anführer. Da sind 2. Da ist direkt einer. Und der guckt in unsere Richtung, das ist nicht gut. Da sind auch 2. Oh, jetzt habe ich. Jetzt habe ich. Habe ich natürlich ganz schön viel Mist gebaut. Ungünstig hier alles. Nicht gut. Der Windkampfhaltung ist effektiv. Ja. Ja, das weiß ich. Ja, Anführer getötet. So. Ah. So einfach geht das. So. Oh, was war das denn? Oh, verrückt hier. Ich will jetzt rein. Ah, da ist einer. So, ab dafür. Wollen wir mal gucken hier. Wo ist da noch einer? Hallo? Noch einer? Oh, ich geh mal gerade hochgehen und den Leiden beenden da oben. Achso, ist schon. Da oben ist er. Na komm! Und gerade konnte ich noch einen Attentat machen, jetzt.
Das war's schon. Befreit hier. Alle weg. Alle weg. Artefakt. Artefakt der Mongolen. 7 von 50. Oh. Aber wirklich noch allerhand da. Ach. Mission voll. Eisen. Oh, Kampfhaltung erstmal wieder wechseln. Was dran? Ne? Ah, natürlich. Sonst war hier nichts. Dann nochmal Vorräte. Nö. Haben wir alles schön glatt gemacht hier. Ja, da war noch Eisen. Da war noch Eisen. Yeah. Oh, eine Kreuzung. Oh, da haben wir noch einen Schnellreisepunkt. Wir hier nach den Klippen gucken. Ich würde fast sagen, da oben. Sieht das schon fast so aus. Könnte richtig sein. Ja. Da sind sogar schon wieder die lila Chrysanthemen. Also sind wir richtig. Sehr schön. Der Gipfel über der Asamobo. Sie haben die Musikanten. Okay. Bei den Musikanten. Da kommen wieder welche. Zack. Das ist ja noch einer. Wo kommt der denn her? Alles wird wieder gut. So, geschafft. Mein Herr, wie habt ihr uns gefunden? Ein Nachkomme Tadayori schickte mich hierher. Was ist mit euch passiert? Ein mongolischer Spion fand eine vergessene Schriftrolle von Tadayoris Erstgeborenen. Sie zwang mich, sie zu entziffern. Und sie führte uns hierher. Sie haben also die Rüstung. Nein, ich führte sie in die Irre, da ich auf euer Kommen hoffte. Das war riskant. Es hat sich gelohnt. Die Rüstung ist unter diesem Denkmal versteckt. Nehmt sie an euch, mein Herr. Wo haben wir es jetzt? Pfeile, wenn wir mal nehmen. Dato bewegen. Ja, wir haben eine neue Rüstung. Haben wir eine neue Rüstung? Tadayoris Rüstung. Richtig gut gearbeitet. Sehr gut. Oh. Zurück, Musikant. Ich halte euch die Mongolen vom Leib. Verteidigen die Musikanten. Ah. Also hunderte Piraten allein gesehen. Ja, super.
Und noch mehr Bogenschützen. Nein! Nein! Noch mehr. Geht es euch gut? Ja, mein Herr. Noch mehr. So viele Bogenschützen jetzt noch hier. Bogenschützen sind hier das Nervigste, was es gibt. So, fertig? Das war, als hätte ich Tadayori selbst zugesehen. Schrecklich hier. Rüstung ist perfekt für einen Schützen. Meine Geschichte fand das richtige Publikum. Und nun wird es für mich Zeit, weiterzuziehen, mein Herr. Die Legende von Tadayori haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Und, Legende erweitert. Deine Legende wächst. Der Schattensamurai. Sehr cool. Hier, Rauchbombe. Nehmen wir mal Rauchbombe. Weihrauch, das ist gut. Mit Schwarzpulver erzeugt dicken Qualm. So blende ich meine Feinde. Das ist gut. Sehr cool, Ausrüstung. Hat die irgendwas Besonderes hier? Erhöht die Geschwindigkeit beim Einlegen und Nachfallen von. Erhöht die Gesamtdauer von Konzentration, Kopfschüsse. Erhöht die Konzentrationsanzeige wieder. Oh, cool. Aber ich glaube. Ich wollte erstmal das hier nachher nehmen. Coole Sache. Cool, cool. Ja. So, aber bevor wir jetzt irgendwas machen, wollten wir erstmal wieder zurückgehen und unsere Ausrüstung einmal checken. Guck mal, da gibt's Geschenke. Schwertschmied. Alles. Nee, nicht hier. Schnellreise. Und dann sollten wir gucken, dass wir den Asamo-Geschichte vielleicht irgendwann mal befreien. Das sollten wir mal machen. So, aber an dieser Stelle werde ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Wir sind jetzt wieder im Goldenen Tempel. Ich werde mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn die Ghost of Tsushima spielen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Schaut auch gerne unsere anderen Videos an. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Ihr dürft natürlich auch sehr gerne kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut und auf Wiedersehen.